Vor 20 Jahren zog ich nach Frankreich. Bevor ich in meine neue Wohnung in Paris einzog, wollte ich sie von Grund auf putzen. Also ging ich in den nächsten Supermarkt, um alles zu besorgen. Bodenreiniger, Schwämme, einen Besen und natürlich eine Freirona. Eine was? Na, eine Freirona. Damals war es in Frankreich unmöglich, eine Freirona, also einen Wischmopp, aufzutreiben. Mir wurde klar, dass die Franzosen ihre Böden ganz anders reinigten. Ich machte zum Beispiel Bekanntschaft mit dem Putzlappen und fühlte mich in die Vergangenheit zurückversetzt. Damals wusste ich noch nicht, dass die Freirona eine spanische Erfindung ist. 1956 trinken zwei Kollegen ein Bier in einer Bar in Zaragoza und beobachten dabei eine Frau, die auf allen Vieren den Boden putzt. Diese Stellung ist, nun ja, erniedrigend. Seit der Antike ist das Wischen des Bodens eine der undankbarsten Aufgaben beim Hausputzen. Einen Boden auf den Knien mit heißem Wasser oder chlorhaltigem Mitteln zu schrubben, macht die Hände kaputt und verursacht alle möglichen Übel. Arthritis, Arthrose, Verformung der Wirbelsäule, Rückenschmerzen, entzündete Knie. Einer der beiden Männer ist Flugzeugingenieur. Er heißt Manuel Jalón Corominas. Sein Kollege, der von der Szene unangenehm berührt ist, sagt ihm, ohne die Frau aus den Augen zu lassen, anstatt über Flugzeugteile nachzudenken, solltest du lieber etwas erfinden, womit Frauen den Boden im Stehen wischen können. Manuel Jalón Corominas denkt nach. Da erinnert er sich an etwas. Zwei Jahre zuvor, im Jahr 1954, hatte die spanische Luftwaffe den USA die ersten F-86 Düsenjäger abgekauft, und er war damals auf den Stützpunkt Chanute in Illinois geschickt worden, um die Wartung dieser Maschinen zu erlernen. In den Hallen des Militärstützpunktes hatte der Flugzeugingenieur gesehen, wie die Männer den öligen Boden mit Schrubbern reinigten, die lange Bürsten hatten. Diese Idee greift er auf und verbessert sie. Jalón Corominas gründet 1958 zusammen mit zwei Teilhabern die Firma Manufacturas Rodex S.A. Und hier ist sie, die erste Freirona. Ein Metalleimer mit zwei Walzen, mit denen man die an einem Stiel befestigten Stoffranzen ausfringen kann. Doch es ist gar nicht so leicht, das neue Produkt in Umlauf zu bringen. Seltsamerweise sind die Hausangestellten und die Hausfrauen am skeptischsten. Die Frauen sind überzeugt davon, dass ihre Arme effizienter sind als ein Stock mit Fransen dran. Wussten Sie übrigens, dass die ersten Verkäufer dieses Wischmops Männer waren? Sie waren Vertreter und reisten durch das Land, um den neuen Mob in Geschäften vorzuführen. Bald beginnen die Zeitungen über die Erfindung zu berichten. Es wurde ein ultramoderner Besen für die ganze Familie vorgestellt, den sogar Männer benutzen können, ohne sich zu schämen. Bald wird damit in Krankenhäusern geputzt und ein Küster schreibt der Firma: Welch ein Vergnügen, den Boden zu wischen, während man um die Kirche spaziert. Nicht einmal Kathedralen werden ihm widerstehen können. Der Mob entwickelt sich weiter, bekommt robustere Fransen, der Eimer ist nicht mehr aus Stahl, sondern aus leichterem Plastik und der Aufsatz zum Auswringen wird dem Helm der Polizei nachempfunden. Doch, doch, das behauptet zumindest Jalón Corominas. Bald steigen auch die Verkaufszahlen. Man muss dazu sagen, dass die spanischen Auswanderer ihre Fransenwischer überall hin mitnehmen und sie sofort Anklang finden. Jalón Corominas erzählt, wie ein deutscher Industrieller sich einmal auf der Kölner Messe über ihn lustig gemacht hat, indem er ihn fragte: Wie konntest du bloß so viel Geld in einen Messestand investieren, um diesen Quatsch zu verkaufen? Wenn das Ding so revolutionär wäre, wie du behauptest, hätten die Deutschen es längst erfunden. Jalons Erfindung heißt also Freirona. Ursprünglich war das eine abfällige Bezeichnung für ein Dienstmädchen. Inzwischen aber steht der Begriff im Wörterbuch der Königlichen Spanischen Sprachakademie, Gegenstand zum Bodenwischen im Stehen. Der Wischmopp, der dazu beigetragen hat, den Frauen auf der ganzen Welt und ein paar Männern ihre Würde zurückzugeben, verkauft sich heute millionenfach. Ich selbst habe drei davon. Einen für die Küche, einen für den Rest der Wohnung und einen für den Balkon.